Ich bin heute unterwegs in Salzburg zu den gruseligsten Plätzen, die die Stadt so bietet. Von diesen Plätzen hat Salzburg einige. Tief unter der Erde, mitten im Zentrum und hochthronend über der Stadt. Und meine erste Station ist der Innbergstollen, aber nicht der, der durch den Kapuzinerberg geht, sondern der von der Salzburger AG. Der ist aber nicht öffentlich zugänglich und darum ist der Eingang auch geheim. Daniel Pötsch zeigt mir den Zustieg. Und wer hier mit Eiseskälte gerechnet hat, der hat sich getäuscht. Eins, was mir gleich auffällt und womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass da so warm ist hier unten. Ja, da unten rennt ja unsere Fernwärme durch, die jetzt bei 110 Grad betrieben wird und die zwar isoliert ist, aber natürlich trotzdem Wärme abstrahlt, ja, und das Ganze da drinnen aufheizt. Ja. Das heißt, die Jacken werden wir dann ausziehen. Genau, das war, glaube ich, eine gute Sache. Und ich habe auch schon das Gaswarngerät aktiviert, weil wir da unten schon ein Risiko haben, dass wir vielleicht irgendwelche giftigen Gase erwischen und dass wir da rechtzeitig reagieren können. Gut, dann gehen wir los. Der Stollen ist etwa einen Kilometer lang. Hier sind rund 4 Kilometer an Leitungen verlegt. Wie weit sind wir da eigentlich jetzt unter der Erde? Da sind wir jetzt ca. 4 bis 6 Meter, je nachdem, wo wir sind. Zum Teil auch, ich glaube, die tiefste Stelle ist auf 8 Meter Oberkante unter der Erde. Der Innbergstollen ist 1988 für uns gebaut worden, weil wir im Endeffekt die Energie vom Süden Richtung Norden bzw. von Norden Richtung Süden verteilen müssen. Und das ist natürlich da eine ganz wichtige Versorgungsleitung für uns ist. Also wir haben da Telekom, Internet von der Salzburger AG, wir haben da die Fernwärme und auch diverse Stromleitungen, die für Rinnen fürs Licht sind. Das Salzburger Fernwärmenetz mit insgesamt ca. 250 Kilometer ist erdverlegt und der Innbergstollen ist jetzt auch ein Kilometer davon, der wirklich begehbar gebaut worden ist, weil man damals die Situation gehabt hat, dass die Netze auch schon in einem gewissen Alter waren und man damals das Interesse daran gehabt, dass man Leitungen auch besichtigen kann, prüfen kann wirklich. Unten ist aber ein sehr teures Bauwerk, darum ist das nicht mehr weiter verfolgt worden und wieder nur erdverlegt, nicht begehbar gebaut worden. Und was kann da jetzt herinnen passieren? Also kann da Wasser austreten oder was sind so die Gefahren, sage ich jetzt einmal? Also grundsätzlich die Hauptgefahren sind natürlich jetzt einmal die giftigen Gase, die hier unten entstehen können. Durch was können diese Gase jetzt entstehen? Also die Gase entstehen eigentlich durch verrottendes Holz, was hier unten ist, durch irgendwelche Mais, die was hier unten verenden, beziehungsweise auch von oben Autoabgase, was sozusagen schwerer sind und runterfallen. Aber bei uns passt noch alles, oder? Wir sind nur im grünen Bereich, es hat noch nicht zum Piepsen angefangen. Ah, es fängt ja zum Piepsen an, okay. Genau, also das leicht und schreit, dass wir uns auskennen. Da sind wir jetzt am Ende. Das heißt, da geht es jetzt worauf? Die Nähe Stotzbrücken kommt man da jetzt raus. So schnell ist man dann auch wieder im Tageslicht. Und jetzt geht es weiter zu meiner nächsten Station, zum St. Peter Friedhof und den Katakomben. Der liegt direkt am Fuße der Festung, wo ich später noch ein paar gruselige Entdeckungen machen werde. Aber zuerst führt mich mein Weg hierher. Eigentlich finde ich Friedhöfe immer eher idyllisch als gruselig, besonders wenn es so wie der so schön geschmückt sind und wenn es so gut nach Weihrauch riecht. Und doch, ein paar gruselige Gesellen finde ich hier trotzdem. Der Petersfriedhof ist die älteste noch bestehende christliche Begräbnisstätte in Salzburg und geht etwa auf das Jahr 700 nach Christus zurück. Allerdings wurde der Ort wohl auch schon davor, während der Völkerwanderung, als Begräbnisstätte genutzt. Da hinter mir im Felsen, das sind die Katakomben, die heißen aber nur so, denn eigentlich war es ein Versammlungsort in früherer Zeit. Und zwar im frühen Christentum der Spätantike. Da geht es jetzt schon rein in die Katakomben. So eine steile Steinstiege geht es da bergauf. Und man kann immer wieder bei den Fenstern runter Richtung Friedhof schauen. Da ist jetzt noch so eine kleine Kapelle. Und da sind auch noch so ganz alte Fresken an der Wand. Weiter oben befindet sich noch eine zweite Kapelle. Die Höhlengänge hier dienten immer wieder auch als Einsiedelei. Und jetzt geht's rauf auf die Festung, weil die hat ein paar richtig gruselige Orte zu bieten.
Eva Kiesel hat die Schlüssel zu all den finsteren Ecken hier oben. Und sie kennt auch die gruseligen Legenden, die sich rund um die Festung ranken. Also wir haben da den Bürgermeisterturm, der ist 1524 gebaut worden. Die Funktion von dem Turm war ursprünglich, die Bürger zu meistern. Man hat da die schwersten und größten Kanonen von der Festung aufgestellt, um die bald eventuell sich auflehnende Bevölkerung in Schach zu halten. Und man hat dann ein Jahr später tatsächlich eine Belagerung gehabt, die ist nicht geglückt. Und man hat nachher noch eine Legende, diese Aufständischen, die Anführer davon, hierher gebracht in diesen Turm und hat ihnen die Wahl gegeben, sich zu entschuldigen oder den Turm einfach von dem Turm runterzuspringen. Und der Legende nach hat sich niemand für die Entschuldigung entschieden. Boah, okay, genau. Da schauen wir jetzt drauf. Das war einfach ein Turm mit Zinnen, wie man es einfach da sieht rundherum. Ja, da fällt mir ganz schön weit. Da fällt mir weit, ja. Die massiven Fenster mit den Gitterstäben davor lassen hier auf der Festung an ein Gefängnis denken. Viele Leute glauben, dass das einfach ist, damit keiner ausbrechen kann aus der Festung. Aber eigentlich ist es so, dass jemand von draußen ja mit einer Kanone raufschießen könnte. Und die steinernen Kanonenkugeln, die zerbrechen dann in den massiven Gitterstäben. Also das ist ein Schutz für uns und keine Ausbruchssicherung für heroben. Und solche Kanonenkugeln findet man auch immer wieder. Es ist so, dass wir hier im Mönchsberg, im Festungsberg, nach wie vor immer noch einfach Kanonenkugeln, die steinernen Kanonenkugeln rumliegen haben. Und teilweise finden wir die einfach in Gärten, teilweise haben wir die einfach dann die verstaut und zum Teil machen wir die auch einfach zu kleinen Kunstobjekten, wie wir sie einfach da hier im Burghof stehen haben. Und auch heute leben Menschen hier auf der Festung. 7 davon, darunter auch Eva Kiesel, das ganze Jahr über. Also es sind zum großen Teil einfach Angestellte und es gibt aber auch Wohnungen, die sind verlassen. Die sind nicht mehr bewohnt, die sind auch nicht mehr bewohnbar und die sind einfach verstaubt, verspinnwebt und richtig gruselig und teilweise sehr, sehr finster. Eine Festung braucht ja eigentlich schon ein Verlies, oder? Ja, das zeige ich jetzt. Puh, okay. So schaut's aus. Genau, ja. Also das ist unser ehemaliges Verlies, wo jetzt auch Foltergeräte ausgestellt sind. Die Festung war ganz lange ein Gefängnis. Also wir haben unterschiedliche Räume dafür gehabt. Und bis wann sind da jetzt Leute festgehalten worden? Bis ins 20. Jahrhundert rein ist die Festung als Gefängnis genutzt worden. Man sieht über diese Ketten und so weiter. Das heißt, die Leute wurden da angekettet oder wie kann man sich das vorstellen? Die Leute wurden angekettet, man hat die Leute einfach eingesperrt. So einen großen Teil haben die auch Arbeitsdienste verrichten müssen. Also die Gefangenen, die haben dann so Verbrechen verbrochen, wie zum Beispiel waren sie nicht katholisch, sie waren Protestanten. Sie haben Aufstände angeführt und so weiter. Und wir haben hier drinnen zum Beispiel auch Hinrichtungsgeräte, wie dieses Rad da hinter mir. Das ist zum Rädern. Also da wurden die Knochen gebrochen und dann wurde man mit den gebrochenen Knochen auf das Rad draufgeflochten, blieb dann da oben, bis man da runtergefallen ist als Knochen. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei und man kann von hier oben den wunderschönen Blick auf die Stadt Salzburg genießen. Gibt es sonst noch irgendwelche Sagen oder Geschichten so rund um die Festung? Es gibt eine Legende. Es gibt die Legende von der weißen Frau von der Festung. Und das ist einfach eine sagenhafte Gestalt. Das ist eine weiße Frau, ein Geist, der erscheint unseren Soldaten kurz vor Krisenzeiten. In wallenden weißen Gewändern, und das war das letzte Mal 1800, bei der Schlacht am Walserfeld. Aber sie ist seither nicht mehr gesehen worden. Das heißt, wir haben sichere Zeiten. Hoffentlich.